In der norditalienischen Kleinstadt Ponzano Veneto hat Luciano Benetton Mitte der 1950er Jahre gemeinsam mit seinen Geschwistern Giuliana, Carlo und Gilberto den Grundstein für den Modekonzern Benetton gelegt. Mit nur einer Strickmaschine wurden Pullover gefertigt, die binnen kürzester Zeit reißenden Absatz fanden. Jetzt muss der mittlerweile 82-jährige Luciano an die Firmenspitze von Benetton zurückkehren, um sein Lebenswerk zu retten. 81 Millionen Euro Verlust verbuchte das Modeunternehmen im Jahr 2016. Heuer soll es noch schlimmer werden. Die Kette mit rund 5.000 Läden hat über die Jahre Marktanteile an Konkurrenten wie H&M und Zara verloren. Firmengründer Luciano Benetton, der 2012 die Führung in die Hände seines Sohns Alessandro gelegt hatte, sah sich nun zum Handeln gezwungen, während andere uns nachahmten, hat United Colors OF Benetton seine Farben ausgeschaltet. Wir haben uns selber vernichtet. Unsere strahlenden Shops sind dunkel und traurig wie jene im kommunistischen Polen geworden. Um an seine Erfolgsmasche anknüpfen zu können, holt der Vater von 5 Kindern jenen Mann zurück, der das Benetton-Image prägte, den Starfotografen Oliviero Toscani. Auch er ist mit 75 Jahren längst im pensionsreifen Alter. Toscanis provokante Werbeplakate mit Todeskandidaten in den USA, einem sterbenden AIDS-Kranken oder einer Nonne, die einen Priester küsst, brachten dem Modeunternehmen weltweite Bekanntheit und steigerten den Markenwert der Filialkette ebenso wie das Formel-1-Team Benetton, für das Michael Schumacher 2 Weltmeistertitel einfuhr. Die Erlöse investierte der Modeunternehmer clever in andere Geschäftsbereiche wie die Autogrill-Raststätten, die italienische Autobahngesellschaft Atlicante EA und die Betreibergesellschaft der römischen Flughäfen. Doch seinen Ruhestand dürfte Luciano Benetton, der zu den reichsten Italienern zählt, anders geplant haben.